Willkommen in Madrid, willkommen im Estadio Bernabeu. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Real Madrid gegen Newcastle United. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Vinicius Junior, Ball abgefangen nach diesem Steilpass. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Antonio Rüdiger spielt zusammen mit Nacho in der Abwehr. Toni Kroos steht mit Federico Valverde im Zentrum. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Schön durchgesetzt. Sean Longstaff! Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter... So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er bekommt die Unterstützung. Isak. Er kann es machen. Den hält er. Nun Carvajal am Ball. Tchouameni. Bellingham. Viel Übersicht bei diesem Pass. Es gibt Ecke. Das muss es sein. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Real will den Ausgleich. Vielleicht klappt es bei dieser Ecke. Rodrigo. Da bekommt er Unterstützung. Groß. Am Ball Groß. Ball wird geblockt, aber es bleibt gefährlich. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Der Ball ist wieder bei Real. Real Madrid bestimmt hier auf jeden Fall im Moment das Spielgeschehen. Also was den Ballbesitz angeht. Und die Chancen haben sie auch. Also wenn sie so weitermachen, dann fällt hier der Ausgleich. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie greifen an. Geht gut dazwischen. Federico Valverde. Das ist Bellingham. Rodrigo. Ist es das jetzt? Das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Pausenpfiff. Das war sie. Die erste Spielhälfte hier im Estadio Santiago Bernabeu. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. Wieder Anpfiff in diesem Spiel, wo Newcastle zurzeit knapp die Nase vorn hat. Am Ball Bruno Guimarães. Und er gibt ihn. Er gibt Elfmeter. Sie können erhöhen. Delva ist drin.
Jedoch. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Bellingham. Valverde. Luka Modric jetzt. Das ist Bellingham. Rodrigo. Modric. Bellingham! Ist es denn zu glauben? Gehalten! Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Jetzt geht er nach innen. Vinicius Junior. Ist das das Tor? Das Tor durch Vinicius Junior! Schon die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Dieser Gegentreffer, der schmeckt dem überhaupt nicht. Es ist wieder spannend. Grund ist dieser Anschlusstreffer von Real. Weiter geht es hier. Jacob Murphy. Sean Longstaff. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Am Ball Bruno Guimarães. Da verlieren sie den Ball. Rodrigo. Chance für den Konter jetzt. Modric. Vinicius Junior. Könnte der Ausgleich werden. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Hugo, auch am Spielfeldrand. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Livramento. Immer noch steht es Remis, aber sie kommen noch mal. Aber dann wird doch nichts draus. Tchouaméni. Ballbesitz Carvajal. Rodrigo. Könnte die Führung werden. Sie sind vorne. Ungläubig. Schauen Sie auf die Anzeigetafel. Nach diesem Rückstand sind Sie wieder da. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Jacob Murphy. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum... Und der Ausgleich. Ja, gibt's das. Da kommen die tatsächlich nochmal zurück und können das Ding jetzt sogar komplett drehen. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.